So, die Statistiken kann man direkt mal vergessen. Ich gehe davon aus, dass Bundesdank sein Team relativ neu gebaut haben. Die haben mit Sicherheit mehr als ein Spiel gemacht. Auch unsere Jungs natürlich mehr als, was waren das, knapp 25 Spiele. Da waren sehr viel mehr Spiele. So, da haben wir Grinchy Da Vinci. Ein Knock Winsk. No Wait. Unico. Dirty Sports. Wins und Wait falsch ausspreche, mag man mir das verzeihen. Ich mache das jetzt einfach mal so. Ist mir ein bisschen einfacher als die Langform. So, wir wollen keine Musik, dann machen wir keine Musik. Dann haben wir aber auch gar keinen Sound, außer mich, aber passt ja. Ist ja alles ein bisschen nach Wunsch hier. Kann ja das mitgestalten. So, Rostocker ja auch schon direkt im ersten Angriff mit Tim. Wollte da Inside gehen, aber der Pass abgefangen. Da muss man natürlich aufpassen. Und das Foul vom Andy. Anzig warm. So, Grinchy Da Vinci. Ein schöner Name, wie ich finde. Auf der 1. Pick and Roll, Klassiker. Sehr schön gespielt auch. Schön die Lücke rein. Dirty Forst kann da abschließen. So, die Outside ist relativ normal, weil jetzt werden die Matchups festgelegt. Jetzt wird zugeordnet, wer gegen wen spielt. Turnusmäßig, also normalerweise wird das natürlich Point Guard gegen Point Guard, Shooting Guard gegen Shooting Guard und so weiter von 2K voreingestellt. Aber das ist ja nicht immer die optimale Geschichte, weil wir haben ja zwei Defender im Team und die sollen natürlich auch da eingesetzt werden, wo sie am meisten Schaden anrichten können und das idealerweise zum Beispiel auf die Point Guard. So, jetzt Rostock fast eine Kopie der Situation von eben. Mal gucken, ob sie es ebenso gut auflösen können. Tim schießt von draußen, trifft leider nur den Ring und dann wieder Bundesdank. Wait. Grinchy Da Vinci. Wieder Pick and Roll. Ah, jetzt greift aber die Verteidigung zu. Lazy Forever, Jan hat sich den Ball erobert. Tim jetzt leider schon kalt. Dieses kleine blaue Signal unten links bedeutet, dass er in seinen Aktionen, also zu viele Aktionen jetzt hatte, die nicht so super waren. Und da würden ihm dann Skills von seinen eigentlichen Leistungen abgezogen, sodass er ein bisschen eingeschränkt ist in seinen Fähigkeiten. Aber Tim ist ein guter, der kann das durchaus auch kompensieren. Weiß halt, dass er dann nur noch Dinge macht, die auch klappen. Sehr schönes Alley-Oop-Anspiel auf Mutombo Ausgleich 2-2. Ja, Michael, gar nicht schlimm. Dann haben wir halt keinen Ton. Ich sabbel ja ein bisschen dazu. Der Ton war ja gedacht eben, um das ein bisschen zu füllen. Aber ich finde es auch okay. Für mich jetzt kein Problem. So. Tim und der Andi mit einem Schuss von weit draußen. Oh, der war rot, aber trotzdem drin. Schöner Wurf. Ausgleich 5-5. So, immer wieder Pick and Roll, Zusammenspiel, Point Guard, Center und wieder sehr gut aufgelöst. Na, das haben die Rostocker noch nicht so gut aufgelöst, dass sie da eben den abrollenden Center abfangen. Der hat dann immer freie Bahn. Aber in erster Linie ist natürlich wichtig, dass man den Dreier unterbindet und natürlich auch die Ballverluste. Ja, sonst fängt man sich hier schnell einen Rückstand an ein. 4 Punkte sitzt er bislang, das ist kein Problem. Da kommt der Cut, oder gewagt der Pass auf Champ. Der wieder raus auf Lazy Forever. Oh, der trifft leider nicht. Aber der Rebound ist bei Rostock. Wichtiger Offensiv-Rebound. Nochmal gleicher Versuch. Wie geht der Pass rüber, wieder rüber? Nein, der geht nochmal zurück. Weil da wird gedoppelt. Und das haben wir jetzt eigentlich gut genutzt, aber da ist der schöne Block. Schön aus Sicht von den Spielern vom Bundesdank. Nicht so schön aus unserer Sicht natürlich. So, jetzt den Ball geklaut. Jetzt ist wichtig, vorne auch abzuschließen. Und vor allen Dingen auch erstmal aus der eigenen Hälfte rauszukommen. Ja, aber knapp.
Ja, ansonsten Basketballregeln für die, die vielleicht zum ersten Mal zuschauen, analog den realen Regeln. Spielzeit ein bisschen kürzer, ansonsten die ganzen Regeln 1 zu 1 direkt übernommen aus der NBA wohlgemerkt. Es gibt ja ein paar kleine Regeln, die ein bisschen anders sind als im FIBA-Basketball in Europa. Hier wird nach NBA-Regeln gespielt. Ist ja ein amerikanisches Spiel, heißt ja auch NBA 2K. Wäre ja komisch, wenn das dann nicht so wäre. So, der Chat noch da. Was gibt's zu sagen? Wir haben 24 Zuschauer aktuell, da freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Es darf gerne munter im Chat geplaudert werden. Fragen, Hinweise, Kritik, dummes Geschwätz, alles ist willkommen. So, und jetzt der Wurf von draußen von Vince trifft. 12 zu 5, Bundestag schon mit 7 Punkten vorn. So, Tim müsste sein Kalt loswerden, das wäre ja ganz hilfreich, dann könnte er durchstarten. Und er ist ja wirklich einer unserer gefährlichsten Spieler. Den hätte er vielleicht doch machen sollen. Vielleicht auch ein bisschen verunsichert jetzt durch die frühe Gegenwehr vom Bundestank. Und da sind es 10 Punkte Führung, Auszeit durch den Captain. Wegen mir da, okay. Wer es glaubt. Ja, danke für den Host, Hazel. So, 9 Punkte schon von Vince auf Bundestagsseite. Das ist im Moment noch schwer in den Griff zu kriegen. Den Eindruck, man zögert ein bisschen, Mutombo anzuspielen in der Mitte. Weil natürlich Bundestag jetzt schon ein, zwei Mal da gut abgefangen hat, jetzt auch wieder sehr gut verteidigt. 17 zu 5. Oh, das ist kein souveräner Start. Aber wie gesagt, Bundestag ist eine sehr gute Truppe, aber das heißt ja nicht, dass wir hier kampflos das Feld räumen. Zehn zu 5. Ja, jetzt sollte zumindest noch ein positiver Abschluss des Viertels her. Ja, das klappt. So kennen wir das von Tim. Erster Viertel durch. 19 zu 5 Führung für Bundestank. Hier ohne Logo spielen, ohne Teambezeichnung. Bisschen schade. Finde ich ja immer ganz schön, wenn man das auch ein bisschen offiziellen Touch hat. Aber gut, das ist nur ein Nebenkriegsschauplatz. 22 zu 5. Jetzt wird es aber deutlich. Da müssen sich die Rostocker jetzt irgendwie wieder rausmanövrieren. So, Andi leider nicht. Grinchy Da Vinci, der Point Guard wieder. Sucht er wieder das Pick and Roll? Ne, diesmal gehen sie rüber. Soll wohl ein Rap werden, ne? Wird nur ein Fake-Rap und dann ist aber Dirty's Forts da und versenkt. 24 zu 5, das wird immer schwieriger. Und da ist der Ball weg, aber das Foul von Vince, I know Vince. Den ganzen Sonderzeichen im Namen ist immer schwierig, wie es denn ausgesprochen werden soll, wie man sich das wünscht. Ich bleibe mal bei Wins. Mutombo mit Alley-oop anspielen, mit der soften Variante, den abzuschließen. Wenn denn gar nichts mehr geht, ein Alley-oop ist dann in 2K manchmal so schwer, auch in der Realität ist die einfachste Variante. Und da schon der nächste Schuss von draußen, der sitzt. Sehr gutes Shooting von Bundestank. Oh, guckst du einmal nicht in den Chat, schon geht's da richtig los. Ja, genau, Bundestank startet richtig gut durch. Ja, einige bekannte Namen: Rip Rob, Vektorpolizei, Kobe, Coco, alle da.
So, Jackson Jr. schreibt 100 Euro PSN-Guthaben aus für den Sieg der E-Wolves. Ja, wer soll die denn kriegen? Wenn die Rostocker gewinnen. Ich würde sie nehmen. So, and one. Abschluss mit Foul. Das haben die Rostocker gehört, aber es sind jetzt wirklich schon, boah, 18 Punkte. Und die Bundesbank vorne liegt. Wirklich super Start gab es gerade im ersten Viertel. So langsam kriegen die Rostocker sich ein bisschen Griff, hoffentlich. Aber am Anfang war da nichts zu machen gegen die Pick-and-Roll-Angriffe. Auch hier wieder zu hoch verteidigt. Aber das war jetzt sehr gut verteidigt. Da müsste ein Wurf schwarz sein. Jawohl. So. Daniel will die auch nehmen. Alle Zuschauer kriegen die 100 Euro. Okay. Gelte ich auch als Zuschauer? Die auch verwalten für alle Zuschauer. Wer als erstes Hamburg City All-Star schreibt, bekommt die dann. Heieieiei. Das ist ein langes Wort. Bin ja gespannt, wer es denn jetzt gleich ist. Tim. Unser Spanier Juan. Soll nicht sein, aber wenigstens die Offensiv-Rebounds bei uns ist ja schon mal gut. Und Andy von draußen, zwar nicht grün, aber drin, das ist die Hauptsache. So, also es wird langsam ein Spiel, zumindest wenn man sich die Viertelwertung anschaut. Rostock hat jetzt doch mit dem einen oder anderen Punkt. Und da jetzt möglicherweise mit den nächsten. Aber Vince foult da rechtzeitig. King James und Beat Hamburg City All-Stars. Wird wohl nicht ausreichen für die 100 Euro. Was ist eigentlich, wenn Rostock nicht gewinnt? Kriegst du denn die 100 Euro? So, wait, 33 zu 15. Das ist schon starkes Brett. Viele Punkte auch vom Bundesdank. Schon zur Halbzeit. Da passt bei der Defensive der Rostocker immer noch so gar nichts, aber es ist jetzt ein sehr schönes Anspiel von Tim auf Champ. Völlig freigelassen. Aber das sind Taktik, die viele Teams spielen. Einfach den Dreier auf jeden Fall verhindern und dann gegebenenfalls auch mal 2 Punkte zulassen. Ist den Rostockern jetzt zugegebenermaßen noch nicht so gut gelungen, aber das ist das typische Spiel in 2K. Wieder auf Andy, aber der Ball ist im Aus. Da stand er wohl mit dem Fuß auf der Linie. Okay, Jackson Jr. behält die 100 Euro, wenn Bundesdank gewinnt. Okay, das ist ein fairer Deal, würde ich sagen. Rostock geht an die Freiwurflinie. Lazy Forever wirft. Da wird uns leider der Blick auf den Wurf verwehrt. Aber der zweite da drin. Achtzehn zu 35. Das liest sich schon ein bisschen besser, aber es ist natürlich immer noch. Sind immer noch 17 Punkte. Eine Menge. Okay, keine Punkte mehr für Bundesdank zur Halbzeit. 35 zu 18, 16 zu 13, die zweite Hälfte. Das ist noch passabel, aber der Fehlstart der Rostocker im ersten Viertel jetzt hier natürlich so auf die Schnelle nicht aufzuholen gewesen. Es ist jetzt auch kein Schwächemoment der Bundesdank-Jungs zu sehen. 5 von 7 von der Dreierlinie, 2 von 6 nur bei den Rostockern. Das ja, haben die Bundesdank-Spieler einfach auch gut verteidigt, muss man sagen. Und die Rostocker hatten meiner Meinung nach auch den ein oder anderen Ballverlust zu viel. Wie hier auch ein bisschen schläfrig in der Verteidigung, spielen da schnell nach vorne und machen die nächsten beiden Punkte.
Kann man mich abwerben? Na, da müsste ich aber gut bezahlt werden erstmal. So ähnlich gut wie bei den E-Wolves. So, schöne Verteidigung hier, aber leider mit Foul. Wir haben leider keinen Spielsound. Wer das vermisst, ja, da braucht man natürlich die technischen Voraussetzungen. Eine Elgato, so zum Beispiel, eine Game Capture Card, die hat unser Andi leider nicht. Und deswegen kriegen wir den Spielsound nicht raus. Es ist ja ein bisschen schwierig, das Spiel quasi mit dem vollen Sounderlebnis zu kommentieren. Deswegen, ja, ist uns das jetzt im Moment nicht möglich. Vielleicht wird das später mal der Fall sein. Aber jetzt müssen wir es erstmal so hinnehmen, dass das Ganze mehr oder weniger eine Stummfilmveranstaltung ist. So, jetzt das Anspiel wieder auf Mutombo mit einem ganz langen Arm. Macht er den Ball rein. So, schon wieder 100 Euro. Die 100 Euro sind hier, laufen hier. Rob muss draufzahlen, wenn er komplettiert anfehlen will. Das kann ich nicht beurteilen, das sollen andere tun. Michael weiß das vielleicht besser. Ja, die Frage wäre ja noch eigentlich, wem Michael die Daumen drückt als ehemaliger Bundesdankspieler und ehemaliger E-Wolf-Spieler. Ist man da ja fast in einem Gewissenskonflikt. Meier 2K, im Pro-Am hat man eh voll oft keinen Sound. Stichwort Soundbug. Ja, die Problematik ist natürlich bekannt, aber trotzdem, der Sound ist ja auch schon hin und wieder mal da. Aber gut, das sind Nebensächlichkeiten. 43 zu 20, kommen wir mal zum Spiel zurück. Der Spielstand, 23 Punkte sind es jetzt schon wieder für Bundesdank. Und ich fürchte, Kollege Jackson Junior kann seine 100 Euro behalten. Aber ich will hier nicht zu früh abschenken. Aber ich will auch keine unnötige Spannung erzeugen, die nicht wirklich vorhanden ist. Macht ja gar keinen Sinn. Aber egal, in so einem, wie heißt es im Basketball, hat vier Viertel und man kann sich dann kleine Ziele setzen. Man könnte zum Beispiel versuchen, irgendwie unter 10 Rückstand zu kommen. Sind wir natürlich noch gerade weit weg, weil wir noch über 20 sind. Aber gut, als erstes Ziel vielleicht unter 20 kommen und dann vielleicht einfach mal ein Viertel gewinnen. Aber danach sieht es im Moment nicht aus. Bundesdank hier wirklich super stark. Ja, man braucht halt nicht immer ein Logo und ein schönes Trikot, um erfolgreich zu sein, aber man kann auch mit Logo und schönem Trikot gut verteidigen, so wie Lazy Forever hier gerade. So, Tim, Tombo. Ah, da sind die Arme da. Und ah, da aber auch. Jetzt so langsam greift die Verteidigung auch auf Rostocker Seite. Okay, Michael, nö, Rostock, ganz klar, sehr schön, Michael, das freut uns natürlich. Da ist der Norden dann doch einfach noch präsenter. Ja, Michael ist ja nach wie vor auch ganz involviert in unserer ganzen, in unserem Projekt und eine gute Stütze. Und schön, dass er da ist auf jeden Fall. So, Shot Clock Violation, die Zeit abgelaufen, 24 Sekunden Uhr, gut verteidigt von den Rostockern an dieser Stelle. Jetzt schon eine ganze Weile keine Punkte mehr auf beiden Seiten. Positiv formuliert spricht das auch für gute Verteidigung. Ich könnte auch sagen, die Offensive ist gerade schlecht. So, ja, jetzt hier auch wieder die nächsten beiden Versuche. So, jetzt die Frage, geht der Wurf nochmal raus, für alle Voraussicht nach, Auszeit. Bundesdank. Da gingen wohl die Lösungsansätze aus, musste nochmal rausgespielt werden. So, 26 Zuschauer haben wir. Sehr schön. So, bei den Rostock hat noch niemand zweistellig gepunktet. Bei Bundesdank ist es Vince, der schon 19 Punkte hat. Und wir haben noch 1 Minute 35 im dritten Viertel. Wir sind schon im dritten Viertel. Das geht hier ratzbatz. Auch wenn das Spiel so ein bisschen an uns vorbeigeht die ganze Zeit. So, hier auch gut der Abschluss. Da ist, findet Lazy Forever keinen Zugriff auf den swingenden Schützen. So, und Tim schon wieder kalt. Das ist natürlich auch eine Schwächung, die uns wehtut. Das haben die Jungs vom Bundesdank gut gemacht. Tim da früh kalt gestellt.
Aber der nächste Offensiv-Rebound für Champ. Glück gehabt, dass der Ball noch bei uns bleibt. Und 2 Punkte. Aber es sind jetzt schon 24 Punkte Rückstand. Also immer, wenn ich die Hoffnung habe, dass der Abstand ein bisschen kleiner wird, schaue ich auf den Score und der wird eher größer. Und das Foul von Mutombo. Wir sind noch nicht im Team-Foul-Limit. Beim nächsten Foul würde es aber auf jeden Fall Freiwürfe geben. Jetzt Offensiv-Rebound bei Unico. Und dann der Fehler. Rostock nochmal mit Ballbesitz. 31, ja, kann nicht ausspielen. Es gibt dann leider Ballbesitz für Bundestank. Das war knapp an der Rückspiellinie. Backcourt-Violation. So, Tim sucht Pick and Roll, aber ja, da kommt der Pass raus. Jetzt muss Mutombo schießen, aber da geht die Uhr leider aus. Ripprop sagt Vince Rostock. Kann ich deuten. Sage ich vielleicht falsch? Heißt Vince anders? Heißt er nicht Vince? Mein Fehler. Aber ist vielleicht auch ein Insider, den ich nicht verstehe. Hauptsache, ich hab Spaß. Wieder Tim, Pick and Roll. Andy geht auf die andere Seite, ist jetzt sogar ganz gut frei, aber jetzt kann Mutom. Das wird eng. 3 Leute ziehen sich da zu ihm zusammen, da wäre der Pass raus vielleicht gut gewesen, aber das sagt sich immer so leicht. Oft ist der Spieler schon in der Animation und es tut sich auf einmal eine Tür auf, die dann aber nicht mehr gespielt werden kann, weil die Bewegung schon vorher quasi angemeldet wurde. Das ist die Problematik, die wir alle kennen, die wir das Spiel so gerne spielen. Ah, Vince ist besser als ganz Rostock. Ja, das muss man leider zugeben, dass das im Moment so ist. Das stimmt. Zumindest von Punkten her. Darf nicht vergessen, dass niemand Punkte einfach so macht, oftmals oder fast immer gehört auch ein Team dazu, die natürlich es möglich machen, dass einer glänzen kann. Das ist aber unterm Strich auch egal. Entscheidend ist, dass es da 23 zu 50 steht. Und die 100 Euro bleiben, glaube ich, beim Jackson Junior. So viel kann ich schon mal verraten. Aber wir können es ja noch spannend machen. Ein bisschen spannend. Ich würde ja gerne ein Viertel gewinnen. Aber mal schauen, ob wir es schaffen. Ja, Bundestank ist die erwartet schwere Aufgabe. Das war abzusehen, dass es auf jeden Fall eine richtig gute Truppe ist. Lazy Forever hier mit den nächsten reingekatteten Dank von der Seite. Auch ein gutes Mittel, aber funktioniert hier auch viel zu selten. So jetzt wieder die Frage, rangehen, den Pass verteidigen, wohl, zumindest den Ball ins Ausgehauen, das ist schon mal gut. Ja, Vince 19, Rostock 23, geht die Rechnung ja nicht ganz auf. Würde ja dann noch reichen für Rostock, allein gegen Vince. Aber er hat natürlich recht, der spielt sehr gut. Und macht da die nächsten und schon hat er 22 und dann wird es eng. Aber Rostock hat ja auch schon 25 im Moment. Aber das sind kleine Rechenspiele, die ja nicht wirklich relevant sind. Für die Spieler natürlich ärgerlich, wenn ein Spiel so nicht läuft. Und die Herausforderung wird jetzt sein, schafft es unser Team hier zurückzukommen und einfach ein deutlich besseres zweites Spiel zu machen. Und da muss man jetzt irgendwie ganz schnell das vergessen, was jetzt hier alles schief lief. Hier wieder ein Block gerade. 54 zu 25. Sehr, sehr deutliches Spiel. Krass. Und der geht natürlich auch noch rein. Jetzt wird hier für die Galerie geschossen. 3 Minuten und 5 noch. Ja, da wäre der Shooter frei, aber der Pass kam vielleicht einen Tick zu spät. Und dann geht er zum Korb. Macht die 2 Punkte. 8 Punkte von Andy. Ganz oben sehen, eingeblendet. Warum können wir das vom Andy sehen? Weil er der Spieler ist, der hier das Spiel für uns quasi liefert.
einzige Möglichkeit, wie man das Spiel übertragen kann, wenn jeder bei sich zu Hause spielt. Zumindest mit den technischen Voraussetzungen, die wir haben. So, da kommt das Anspiel. Drei Schwarze unter dem Korb und einer slasht den Ball durch die Reuse. 59 zu 27. Richtig deutliche Ansage hier. Ja, ich würde sagen, da haben wir auf jeden Fall jetzt hier einen der Gruppenfavoriten schon früh im Turnier gesehen. Auch wenn Andi hier nochmal einen schönen Dreier aus der Limitless-Position nimmt und trifft. Ja, schade, ein bisschen langweilig vielleicht auch für die Zuschauer. Ich hätte mich auf ein spannenderes Spiel gefreut, aber Spannung gibt es hier nicht. Der nächste Schuss von draußen. Puh. Sind schon über 30 Punkte, 32 um genau zu sein. Das ist dann auch ein bisschen undankbar, so ein Spiel zu übertragen, weil es da auch nicht viele Highlights gibt, die jetzt zumindest noch irgendwie. Ja, aber sowas zum Beispiel, vor allen Dingen, wenn er dann nicht reingeht. Schade. Wie heißt es? Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß? Oder so ähnlich. So, schöne Verteidigung hier nochmal. Dirty's Forst. Ganz gut im Griff hier, auch wieder gut verteidigt. Der Ball ist bei Rostock. Aber es nützt alles nichts. Das wird eine krachende Niederlage. 62 zu 30. Wir haben noch mindestens 3 Possessions. Ja, nächste geblockte Schuss. Da kommt nichts zusammen. Ja, schließe mich an. Glückwünsche. Für. Ich weiß gar nicht, wer gewonnen hat. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber. Free Agency Hamburg. Ja, Free Agency, okay. Ja, spannende Spiele sind natürlich immer netter anzuschauen, auch wenn es viel Nervenkitzel ist, aber ich glaube, im Nachhinein auch nur für die Mannschaft, die am Ende gewinnt. Wie immer eigentlich. So, da geht dann auch noch die Uhr aus. 9,5 Sekunden sind es noch. 62 zu 30, da kann man das jetzt eigentlich rausdribbeln lassen. Es geht hier nicht um Punkte. Und kann das einfach so, genau, das machen sie auch. Ja, deutliches Ding, auch wirklich sehr krass. Können wir uns gleich nochmal angucken.